Da sind wir wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und wir haben eigentlich vor, uns bei Juri eine Karre zu holen, wurde gerade gesagt. Und es sieht aus, als wäre... Nee, die Etappe scheint immer noch nicht zu Ende zu sein. Juris Garage, Cleveland, 30 Minuten später. Die Schwierigkeitsstufe leicht bietet die meisten Kontrollpunkte. Resets, eine gute Möglichkeit. Okay, ich kann nicht weiterlesen. Wir gucken mal das Video. Juri. Ja, ich bin mal leise. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Sie scheinen mich zu kennen. Aber ich kenne Sie nicht. Sam sieht mich. Okay, Tschetschenko. Er ist dein Freund. Die Stimmen waren gerade wieder sehr leise, tut mir leid. Müsste da mal jetzt in dem Moment kurz was lauter drehen. Die Karren sahen schön aus. Schöner als meine jetzige. Wow, ich nehme den Pagani, kannst du glauben. Ich nehme dir den Pagani, Alter. So, hier haben wir 918 RSR. Hier haben wir den Pagani. Huyara. Warte, ich muss mal... Da steht es nochmal richtig gleich, der Name. Glaube ich, wenn sich hier die links die Tabelle ändert. Das Modell? Nein. Huaria. Huaira. Falsch aus. Oh, Aventador LP 700. Nee, das... Warte. Allrad. Boah, ja, Allrad, den nehme ich mir. Warte, die haben doch alle Allrad bestimmt, oder? Nee, der hat Heck. Ja, genau. Und Porsche ist ja eh Heckschleuder, oder? Ach nee, Allrad. Okay, ich nehme den Aventador. Und zwar in der Standardfarbe Orange, was wir, glaube ich, auch nicht ändern können. Das Auto steht da schließlich so rum, das lackiert er uns nicht, doch eben um. So nett ist der liebe Mann nicht. Ach, wir haben... Ah, okay. Etappe 8 ist beendet. Actionreiche Etappe, muss ich sagen. Besonders die Endmission dieser Etappe. Aber die sind ja immer ziemlich actionreich. Und es geht weiter in Etappe 9. Wo auch sonst. Und wir werden auch gleich erfahren, wie diese heißt. Nächste Etappe starten. Mal wieder auf dem Land. Sieht schwer danach aus. State Forest. Okay. Hört sich nach, ja, Wald an. Etappe 9 von 10. Aktuelle Position 26. Und die nächste Location ist der Expressway in Beaver Valley, PA. Oder PA. Beaver Valley. Wir haben es bald geschafft, Leute. Wir sind bald in New York. Aber wir müssen dort ja Platz 1 sein. Und das wird, glaube ich, nochmal ein hartes Stück. Und die zurückgelegte Distanz sind mittlerweile schon 4000 Kilometer. Ja, das ist doch nicht schlecht, oder? Schöne Karre. Schöne Karre, muss ich sagen. Und ich glaube, die wird auch ein bisschen mehr abgehen. Oh, wie blöde ich bin. Ah, ich hab's überlebt. Siehste, die Etappe läuft jetzt wieder flüssiger. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ey, nein. Alter, wie blöde ich bin. Okay, lässt sich ganz anders steuern. Aber ich glaube, die Karre geht ein bisschen mehr ab, wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass hier auch jetzt nicht irgendwelche scharfen Kurven oder so auf uns warten. Weil dann müssten wir ziemlich abbremsen. Boah, lässt der sich geil steuern. Und wie der abgeht, wir haben noch kein Nitro benutzt und fahren 250. Wow. Alter, geile Strecke. Die macht richtig Fun zu fahren. Tschüss. 8 Positionen gut machen, das fällt mir auch erst jetzt. Boah, 4 Auspuffrohre. Scheiße, Abkürzung verpasst. Ziemlich große Abkürzung verpasst. Und uns fehlen noch ein paar Plätze. Geil, endlich mal wieder eine Mission, die relativ flüssig läuft. Nee. Warte, schaffe ich? Nee, schaffe ich nicht mehr. So, jetzt aber ab auf die Abkürzung. Mann. Alter. Geht ja schon wieder ganz schön ab hier. So, hier ist eine Abkürzung. Ziemlich viele Abkürzungen. Ich hoffe nicht, dass man die alle nehmen musste, um Erster zu werden. Also ich hoffe nicht, dass da viele die genommen haben von den Bot-Gegnern. Alter. Ja, ist ungewohnt jetzt mal wieder mit so einer schnellen Karre zu fahren.
weil der beschleunigt doch ein bisschen härter. Und aber allgemein sind hier ein bisschen viele Huckel. Ziemlich schwer hier überhaupt die Kontrolle zu behalten. Ich habe gerade gesehen auf der Karte, gut, dass ich die Abkürzung genommen habe, weil da waren ziemlich viele Kurven. Pisser. Scheiß Zivilisten. Die nerven auch in GTA. Was? Boah, ey. Natürlich denke ich direkt wieder an Hubschrauber. Ich habe jetzt irgendwie voll die Hubschrauberphobie nach diesem Spiel, ey. Alter. Oh, wie geil das gerade ist, flüssig zu zocken. Das glaubt ihr gar nicht, was das jetzt gerade für ein Gefühl ist. 15 FPS und jetzt mit knapp 25. Also ab 25 ist ja zum Zocken flüssig. Aber bei so 40, 50 ist nochmal eine Grenze. Da merkt man das mit dem Auge nicht mehr, aber mit der Steuerung an sich merkt man das nochmal. Aber fürs Let's Play ist ab 25 eigentlich gut spielbar. Oioioi. Weil mit Aufnahme so viel Frames, da brauchst du einen High-End-PC für und den habe ich gerade nicht. Also Prozessor ist, ne? Habe ich oft genug gesagt. Ja, die Mission war ja recht chillig. Mal endlich wieder. Boah, 18. Boah, ey, wie wir einfach mal, wie wir durch das Spiel waschen, auch wenn es bestimmt Leute gibt, die die Story in 10 Parts durchgezockt haben, aber wir hauen das hier in, wir dürfen in 17 oder so sein. Weiß ich nicht, irgendwo um den Dreh. Stimmt bestimmt schon wieder nicht. Stimmt bestimmt schon wieder nicht. Hallo, nächste Location. Ah, da. Interstate 68. Boah, Interstate hatten wir jetzt auch schon ein paar. Aber jetzt kommt 68. National. Wofür steht die Abkürzung? Boah, scheiße, ich bin behindert, das ist jetzt peinlich. National. Ich bin dumm. Interstate 68, sag ich, ne? Da können wir jetzt aktuelle Position 18, da können wir jetzt ja wieder 8 machen, oder? Da wäre ich für. Dann wären wir nämlich 10, ne? Boah, wie ich die Karre liebe. 6 Positionen. Das war ironisch gemeint mit so vielen Positionen gerade, aber das Spiel scheint mich echt ernst zu nehmen. Geh mal weg. Oder brauchst gleich weggehen, ich möchte dich einfach nur überholen. Was hat denn der da für einen aufgemotzten Gallardo, oder was sehe ich da? Geht ab wie Zäpfchen hier. Boah, die Etappe liebe ich, glaube ich, jetzt schon. Oh, nein. Diese Polizei kann so gemein sein. Hallo, Schätzlein. Lass mich dich überholen, dann können wir knuschen. Knuschen. Boah, mir fallen so geile Wörter ein. Warte, nur mal kurz gucken. Ganz kurz, weil mir gerade die Möglichkeit kommt. Aber, aha, wir haben hier doch neue. Ach, übrigens, für alle, die sich fragen, warum ich am Anfang vom Spiel schon ein paar freigeschaltet hatte. Ich weiß nicht, ob man die direkt schon hat, aber falls nicht, ich hatte das Spiel ja schon mal durch. So, nehme ich aber trotzdem die Karre jetzt wieder. Scheiße, die haben mich jetzt natürlich wieder überholt. Mist. Das war jetzt unnötig. Die sind jetzt wieder eine ganze Menge weg. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich muss euch mal hier irgendwie Verstand einprügeln. Können wir bei diesem Gleis, Bahngleis eigentlich auch random irgendwelche Züge... Boah, geschafft. Alter, ich bin schon OP, ne? Die haben's echt... Die haben echt irgendwas genommen. Was? Hä? Bug. Bug. Ich glaube, ich hätte Schrott sein sollen. Ich kann hier gerade nicht fahren, aber die Zeit läuft weiter. Ich glaube, da hätte gerade der Schrott-Screen kommen müssen. Ja, ich kann nichts mehr machen. Nach hinten gucken ist auch... Nee. Hey. Ja, das Spiel kommt gerade nicht drauf klar. Der fährt da gerade auch die ganze Zeit vor und zurück. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange aufhalten. Ich starte das Event einfach nochmal neu und dann werden wir auch nicht in die Tankstelle gehen. Ist jetzt ein bisschen blöd gerade. Wenn wir zerstört gewesen wären und resettet, hätten wir es vielleicht nur geschafft. Ich weiß nicht. Aber wir waren fast letzter wegen der Tankstelle. Da rege ich mich jetzt mal nicht drüber auf. So wie über die Mission mit dem Hubschrauber letzte Folge oder wann das war. Boah, das war ja echt was. Echt was fürs Auge. Lade! Ne, lade lieber lang. Dann weiß man, das Resultat ist besser. Ha, 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 ha.
Was ich ja auch gerne mal let's playen würde, auch ein Rennspiel, wäre ja Blur, aber das habe ich nicht original hier. Und ich spiele ja nur originale Spiele. Und da ich im Moment gerade eher um Weihnachten rum einen Prozessor kaufen werde, ich weiß nicht, ob ich mir vorher Spiele kaufen werde. Vielleicht kaufe ich mir auch vom Weihnachtsgeld irgendwie einen Prozessor. Ich weiß das noch nicht. Blur würde, glaube ich, auf jeden Fall auch so funktionieren mit dem Prozessor jetzt. Würde man dann sehen. Beziehungsweise könnte ich mal kurz im Internet nachgucken, dann bei Zeit. Was? Was? Doppelt was? Habt ihr das auch verstanden? Ich bringe ihn jetzt um? Der Polizist hat sich mit einem anderen Polizisten aus der Zentrale unterhalten und sagt... Okay, ich bringe ihn jetzt um. Hä, was? Hat der vorhin doch gesagt, oder nicht? Den hole ich mir. Ja, schlau, dass das nichts war. Okay, da haben sich gerade neue Polizisten eingeschlichen. Die Meldungen sind doch manchmal recht hilfreich. Boah, Nitro ist gleich voll. Ich glaube nicht, dass ich das benutzen werde. Alter, ich war ohne Nitro 300. Was ist denn das für ein Monster-Auto? Leck mich. Die sind verschrott und haben keinen Bug. Bong, 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 bong. Schon wieder hier gestartet? Das gibt's doch nicht. Noch haben wir ja Zeit in der Folge ein bisschen. Den LKW möchte ich ungern crashen gerade. Scheiß drauf, ich mache jetzt das Nitro, auch wenn ich gleich viel zu schnell bin und wieder verscheißen werde. Ich muss mir merken, wo die Straßensperren waren. Es haben ja Leute gesagt, wir sind bei der Verfolgung dabei, das sind die wahrscheinlich. Da ist es, genau. Oh gut, nicht verschissen. Also, ein bisschen verschissen schon, aber nicht zerstört. Okay. Strecke ist ja noch was. Der will mich doch so verarschen, ne? Das hatten wir vorhin schon mal, sogar an der fast derselben Stelle, glaube ich. Kurz davor, soweit ich weiß. Vier Stück noch und 5 Kilometer. Je nachdem, wie weit die weg sind, ist es leicht oder schwer, ne? Ja, echt. Ja, echt logisch. So einen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Junge! Alter, willst du mich eigentlich... Boah, ich sollte die echt mal schrotten, Alter! Oder so. Die ist natürlich auch... Okay, sie sind nicht sehr weit weg. Ja, okay, aber da ich so schnell fahre... Ach, hier schön, mit einem Pagani fahren wir gegen. Da ist er gerade 13. geworden, da bin ich 13. und 12. geworden, und da haben wir auch alle. Ihr kriegt mich nicht? Oh, wie unerwartet. Und Kontrollpunkt. Oh gut, wir haben kein Reset gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele ich noch habe. Da ist das Ziel. Nein, da ist einer auf der Karte, der mich überholen will. Ah, der kriegt mich aber nicht mehr. Ne. Bam. Boah, wieder 6 Positionen. Wie viele waren wir denn? 26. oder? Dann sind wir ja jetzt 20. oder? Ne, 18. waren wir schon. 12. Und das Ziel ist 1 bei New York. Ja, aber wie es weitergehen wird, meine lieben Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade noch die Aufnahme läuft, aber das Spiel scheint abgeschmiert zu sein. Gut, dass wir das Level geschafft haben. Man hört mich jetzt noch oder man hört mich nicht. Wenn nicht, mache ich kurz eine Anmerkung hinter das Video, das abgeschmiert ist. Okay, tschüss.